Dann darf ich in Zukunft bitten, wenn Redner umdisponiert werden, das auch vorne zu melden. Das erleichtert das Geschäft. Bitte, Sie haben das. Nein, das trifft ja, ist ja nicht Ihre Schuld. Ich erteile Ihnen auch gerne das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Unfaire Löhne sind eine der größten Bedrohungen des sozialen Friedens und des sozialen Zusammenhalts. Im öffentlichen Beschaffungswesen ist die Gewährleistung einer ordentlichen Bezahlung ein unverzichtbares Mittel, um Lohn- und Sozialdumping bei öffentlichen Aufträgen zu unterbinden. Diese Worte könnten Ihnen bekannt vorkommen. Es sind die einleitenden Worte der Gesetzesbegründung von Juli 2011. Und in dieser Einleitung kommt bereits zum Ausdruck, was das Grundproblem an diesem Gesetz ist und warum es vor dem Europäischen Gerichtshof nach dessen berühmter Rüffert-Entscheidung vermutlich keinen Bestand haben wird. Da bin ich dezidiert anderer Auffassung als die durchaus positive Einschätzung von der Kollegin Schneckenburger von den Grünen. Zunächst möchte ich klarstellen, dass wir die Intention des Gesetzes, so wie sie sich in den eben zitierten einleitenden Worten der Gesetzesbegründung zum Ausdruck kommt, ausdrücklich unterstützen. Sozialdumping darf kein Wettbewerbsfaktor sein. Daher haben auch mittlerweile fast alle Bundesländer ein entsprechendes Tariftreuegesetz erlassen. Und deswegen, liebe FDP, ist es auch falsch, es komplett abschaffen zu wollen. Allerdings ist der Ausgangspunkt der gesetzlichen Regelung, die Rüffert-Entscheidung, in den damaligen Beratungen des Landtags viel zu kurz gekommen, nur ganz kurz behandelt worden. Der Knackpunkt des Europäischen Gerichtshofs war doch, dass das niedersächsische Tariftreuegesetz keine allgemeine Regelung des Mindestlohns vorsah. Das kann grundsätzlich auf zwei Weisen geschehen. Einmal durch einen gesetzlichen Mindestlohn oder dadurch, dass ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wird. Dann gilt er nämlich tatsächlich auch für alle Arbeitnehmer innerhalb dieses Tarifgebiets. Entscheidend ist an dieser Stelle das Wörtchen alle, das Ihnen Schwierigkeiten bereitet. Was europarechtlich nicht geht, ist nämlich zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu unterscheiden. Denn wenn ein Mindestlohn gelten soll, dann doch bitte schön für alle Arbeitnehmer, egal ob sie im Auftrag für die Privatwirtschaft oder die öffentliche Hand tätig sind. Man kann nämlich nicht nur den öffentlichen Bereich schützen, und genau das verlangt auch der Europäische Gerichtshof von uns und vor allem von Ihnen, liebe rot-grüne Koalition, als Landesgesetzgeber. Denn nur dann kann man Ihnen abnehmen, dass es Ihnen wirklich um Arbeitnehmerschutz geht. Ansonsten steht doch die Vermutung im Raum, dass es Ihnen nur darum geht, günstigere Anbieter mittels vorgeschobener Argumente vom Verfahren auszuschließen, um dann doch dem teureren Unternehmer den Zuschlag zu geben, mit dem man vielleicht schon so viele Jahre gemeinsam im Stadtrat sitzt. Und einen weiteren Punkt möchte ich ansprechen. Wir haben auf Initiative der Piraten die umstrittene EU-Richtlinie zur Konzessionsvergabe in diesem Hause behandelt. Der Liberalisierungsdruck, der von dieser Richtlinie ausgeht, ist enorm. Die mögliche Privatisierung der Trinkwasserversorgung hatte viele Bürger aufgeschreckt. Sie regelt aber auch, dass bei öffentlichen Konzessionen künftig nur tariftreue Verpflichtungen eingefordert werden dürfen, wenn diese unionsrechtskonform sind. Auch hier sorgen Sie mit Ihrem Gesetz für anfechtbare Vergabeentscheidungen. Das wird letztlich dazu führen, dass Billiganbieter, die wir nicht haben wollen, sich wieder in die Verträge reinklagen. Das wollen wir definitiv nicht. Im Grunde genommen ist es doch jetzt ganz einfach für Sie, liebe SPD, Ihren hier zur Schau getragenen Willen umzusetzen. Setzen Sie sich in Berlin für echten Arbeitnehmerschutz ein, bringen Sie den Mindestlohn auf den Weg und nicht erst 2017, dann müssen Sie hier auf Landesebene keine Flickschusterei betreiben. Wir Piraten werden Sie daran erinnern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kern.